Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Heute mit zwei Premieren. Zum einen mache ich heute etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe hier Kachelfleisch vom Rind. Habe ich vom Metzger David bekommen aus Worms. Probiere ich heute mal aus. Habe ich noch nie gegessen. Ich bin sehr gespannt. Und zum anderen weihe ich heute noch ein neues Sportgerät ein. Und das ist es. Das ist ein Weber Go Anywhere. Den zeige ich euch gleich noch im Detail. Die Kohlen glühen schon hinter mir vor und dann wird gleich was Leckeres gegrillt. Hier seht ihr jetzt also das neue Spielzeug, der Weber Go Anywhere. Ein transportabler Grill, den könnt ihr so durch die Gegend tragen. Und wenn ihr dann angekommen seid, geht ihr einfach hin und macht diese Flügelchen an der Seite hier runter. Und dann steht er quasi so auf dem Tisch. Er hat hier drin ein Kohlerost drin, da kann die Kohle rein. Hier unten sind Lüftungsschieber, die kann man links und rechts nach oben machen. Das heißt also, so kommt Sauerstoff an die Kohle dran. Ein relativ großer Grillrost dafür, dass das so ein kleiner Grill ist. Ihr seht das hier an meinen Händen. Also da passen schon ein paar Würstchen drauf. Und zu guter Letzt habt ihr im Prinzip einen vollwertigen Kugelgrill. Ihr habt hier oben zwei Lüftungsregler, mit denen ihr die Luft regulieren könnt, also auch damit die Hitze. Ja, den werde ich heute einweihen. Und zwar mit dem Kachelfleisch vom Rind. Die Kohle glüht schon vor und die kommt jetzt gleich auf den Grill. Aus dem Kachelfleisch möchte ich einen Kachelfleisch-Burger machen und dafür habe ich jetzt hier die anderen benötigten Zutaten. Zum einen habe ich hier eine aufgeschnittene Poblano-Chili, die habe ich von Westland Peppers geschickt bekommen. Dann habe ich hier frischen Käse aus Italien, Pecorino, hat mir ein Nachbar gestern aus Italien mitgebracht, ganz frisch. Ein bisschen Salat, ein bisschen Pfeffer, Salz, Westland Pepper Sweet Chili Soße, Burgerbrötchen und ein bisschen Olivenöl. Mit dem Olivenöl werden einfach die Buns ein bisschen beträufelt, damit die auf dem Grill dann gleich schön knusprig werden. So, hier seht ihr jetzt also zwei wunderschöne Scheiben vom Kachelfleisch vom Rind. So sieht das Ganze aus. Und das werde ich jetzt im Prinzip genauso behandeln wie das Kachelfleisch vom Schwein auch. Ein bisschen salzen. Dann das Salz ein bisschen einziehen und dann kommen die auf den heißen Grill, werden scharf angegrillt und kommen dann auf die indirekte Seite. Auch das wird auf dem Weber Go Anywhere möglich sein. Und da lasse ich sie dann gar ziehen und schneide sie dann wie ein Steak dünn auf. Ich habe am Anfang jetzt erstmal die Kohle gleichmäßig verteilt, damit sich Produktionsrückstände, sprich Öl oder dergleichen, auflösen können. Jetzt einfach Deckel drauf, Lüfter sind offen und dann lasse ich jetzt einfach mal 5 bis 10 Minuten ordentlich durchglühen. So, der Grill hat jetzt 5 Minuten Zeit. Ich denke, alle Rückstände von der Produktion sollten jetzt verbrannt sein. Jetzt schichte ich die Kohlen in einen Bereich, damit ich eben auf der anderen Seite den indirekten Bereich habe, wo ich das Fleisch gar ziehen lassen kann. So, jetzt lasse ich den Rost nochmal richtig heiß werden und dann lege ich das Fleisch auf. So, fertig vorgeheizt. Das Kachelfleisch vom Rind kommt auf den Grill. Zwei Minuten, Deckel drauf. Und dann wird es gewendet. So, schauen wir mal unseren Stücken. Und jetzt nochmal 2 Minuten von der anderen Seite. So. Das Fleisch ist jetzt soweit, dass ich es hier in den indirekten Bereich legen kann. Jetzt habe ich ja hier noch diese beiden Poblano-Chilis. Die lege ich jetzt erstmal auf den Rost und lasse die jetzt auch mal scharf angrillen. So, die Poblanos ziehe ich dann jetzt auch in den indirekten Bereich. Und dann habe ich hier meinen Pecorino aus Italien.
Und den lege ich jetzt in die Poblano-Chilis rein. Und dann Deckel drauf. Und mal 2 Minuten warten und gucken, was passiert. So. Das sieht auch gut aus. Der Pecorino verläuft so langsam. Und dann werde ich jetzt mal Olivenöl auf die Burgerhälften machen. Jetzt werden die Burger auf der Seite ganz kurz angegrillt. Dann kommen wir jetzt zum Zusammenbau. Als erstes nehme ich mir so einen schönen Schneider von dem Kachelfleisch. Es hat eine Kerntemperatur von 54 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist also perfekt. Das lege ich gerade mal noch beiseite. Dann habe ich hier mein Burgerbrötchen. Dann habe ich hier von Westland Peppers die Sweet Chili Soße. Jetzt habe ich ein kleines Salatbett und jetzt schneide ich mal dieses Kachelfleisch auf. Und natürlich muss ich mal ein Stück probieren. Schön zart, wie es für Kachelfleisch gehört, auch wenn es vom Rind kommt. Dann klappe ich jetzt einfach oben drauf die Poblano Chili mit dem Pecorino Käse. Und das ist es dann auch schon. So sieht das Ganze aus. Ein Kachelfleischburger vom Rind mit Pecorino und Poblano Chili. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Ich wollte noch ganz kurz was zu dem Kachelfleisch vom Rind sagen. Also bis letzte Woche habe ich gar nicht gewusst, also dass man sowas überhaupt kaufen kann. Absolut genial. Also ein richtig, im Prinzip wie ein Steak. Herrlich saftig, super zart. Hätte ich nicht gedacht. Könnt ihr sehen? Wunderbar. Zergeht auf der Zunge. Richtig, richtig gut.